Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal als Special Edition mit Kunstlicht, weil richtiges Licht ist entsprechend weg. So, und zwar bin ich nochmal was gefragt worden und es geht erneut um ein Loch. Und zwar lautet die Frage auch diesmal: Was ist das für ein Loch? So, und ich blende euch besagtes Loch auch diesmal entsprechend wieder ein. Und dann können wir mal ein bisschen diskutieren, was dieses Loch denn da möglicherweise sein könnte. Und erfreulicherweise, da ich ja jetzt entsprechend Licht habe, muss ich mich auch nicht unglaublich wahnsinnig beeilen. Was im Hintergrund knistert, ist ein Rettungsdeckenschelter, mehr oder weniger. Genau genommen ein Emergency-Tent. Das ist in einem anderen Video entsprechend zu sehen. Ich bitte also die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen, falls man das auf der Kamera überhaupt hört. Mich persönlich nervt so langsam. Ich muss mir da vielleicht noch was einfallen lassen, wie man das langfristig. Egal. So. Noch eine kleine Ergänzung. Also dieses Video ist jetzt mehr oder weniger eine Zusammenstellung von fast allen möglichen Ursachen für Gruben oder Löcher oder Vertiefungen im Wald. Also in fast allen Fällen ist es eins der genannten Dinge, wenn es jetzt nicht halt eben gerade noch ein Bodenprofil ist. Das haben wir ja erst vor kurzem in einem anderen Video angesprochen. Und deswegen ist das so ein bisschen ganz praktisch, glaube ich, und allgemein zu verstehen, dieses Video. So, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. So, und worum handelt es sich jetzt bei unserem Loch? Da hat der Fragesteller schon zwei gute Ideen gehabt, was es denn möglicherweise sein könnte. Idee Nummer zwei halte ich für richtig, deswegen behalte ich die erstmal noch für mich. Und da ich ja jetzt den Spannungsbogen entdeckt habe, versuche ich es erstmal mit den nicht so wahrscheinlichen Ideen, worum es sich möglicherweise handeln könnte. So. Theorie Nummer 1. Es handelt sich um einen Karsteinbruch. Also in Landschaften, in denen sehr viel Kalk im Boden vorhanden ist, wird der normalerweise vom Regenwasser irgendwann gelöst und in noch tiefere Tiefen ausgespült. Beziehungsweise in krasseren Fällen geht er halt eben ins Grundwasser und ist dann weg. Das heißt, es fehlt im Boden plötzlich Material, genau genommen sogar Gestein, weil es handelt sich ja um Kalkgestein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was dann passieren kann. Möglichkeit A, es bildet sich eine Höhle. Das ist in solchen Landschaften also relativ häufig zu beobachten, dass es da vergleichsweise viele von den Dingern gibt. Tropfsteinhöhle im Regelfall. So, Möglichkeit B, es bildet sich auch so ein Hohlraum, aber besagter Hohlraum befindet sich so weit an der Oberfläche, dass die Decke in Anführungszeichen von besagtem Hohlraum so dünn ist, dass der dann einbricht. Und was man dann bekommt, sieht so ein bisschen aus wie eben eine eingebrochene Blase im Boden und gibt so eine recht runde, meistens relativ runde Vertiefung, kann auch natürlich andere Formen einnehmen. Und das wäre dann eben eine mögliche Erklärung für solch eigenartige Löcher im Wald. Wenn es sich um eine Karstlandschaft handelt, ist das sogar gar nicht mal so unrealistisch, dass das der Grund ist. So, ich versuche nach Möglichkeit, mir nicht in die Augen zu leuchten. Ich bitte das zu entschuldigen, dann kann man mir beim Quatschen zwar nicht in die Augen gucken, aber das geht halt heute jetzt mal nicht anders. Heute machen wir das jetzt mal so. So, ja, also das ist Möglichkeit A. Möglichkeit B wäre dann auch was bei uns jetzt in Deutschland überhaupt nicht vorkommt, zumindest nicht, solange wir nicht wieder die nächste Eiszeit kriegen. Das wäre ja potenziell irgendwann durchaus auch möglich. Dann könnte nämlich Folgendes passieren: Es bildet sich im Boden eine Eislinse. Und diese Eislinse, also quasi eine Ladung Wasser im Boden, die halt gefriert zu Eis und das dehnt sich aus. Und damit drückt das Eis den Boden in die eine Richtung nach unten, in die andere Richtung nach oben. Nach unten geht es jetzt nicht weit, weil da kommt dann das Gestein und da kannst du so viel den Boden dagegen drücken, wie es will. Das gibt ja nicht nach, das Gestein. So, was hingegen eben geht, ist Boden nach oben drücken. Wir bekommen dann also über diese Eislinse einen Hügel in der Landschaft. Das kann man in Sibirien, Alaska, Kanada, in solchen Regionen kann man solche Hügel entsprechend bewundern. Und jetzt kann es sein, dass irgendwann mal in einem heißeren Sommer diese Eislinse auftaut und dann ist plötzlich da ein Hohlraum, weil das Wasser fließt ja ab.
und dieser Hohlraum bricht dann im Regelfall ein und damit bricht unser Hügel runter und bildet dann auch wieder so einen eingebrochenen Kegel. Mehr oder weniger deutlich von der Form, von dem Loch, mit dem wir es jetzt zu tun haben, her, wäre das eher unwahrscheinlich. Und wir können es natürlich sowieso ausschließen, weil wir in Deutschland keine Eislinsen im Boden haben. Aber theoretisch wäre das auch ein Prozess, bei dem Löcher quasi entstehen. Das also zu den möglichen natürlichen Ursachen. Mehr natürliche Ursachen für so ein einzelnes Löchlein gibt es dann eigentlich fast nicht mehr. Lass noch kurz denken. Nein, also mehr fällt mir wirklich nicht ein. Es sei denn, es handelt sich um einen Miniaturvulkankrater. Aber nein, das war mehr Spaß als ernst zu nehmen. Ne? So. Damit bleiben noch anthropogene Ursachen für besagtes Loch übrig, also menschgemachte. Und da gibt es jetzt auch wieder eine Reihe. Und zwar Möglichkeit C in der Gesamtaufzählung wäre dann, dass es einfach eine Baugrube ist, dass da quasi ein Gebäude mal drin gestanden ist. Dafür müsste man in der näheren Umgebung dann in irgendeiner Form zumindest noch ein paar behauene Steine finden, also mehr oder weniger rechteckig, wie so ein Bauklotz halt quasi in Stein, aus dem man dann irgendwie in irgendeiner Form vielleicht Fundamente gebaut hat oder ähnliches. Möglich wäre auch in diesem Zusammenhang, dass es sich um Teil irgendwelcher frühmittelalterlichen Rundwallanlagen handelt. Aber dann wäre es auch kein einfaches Loch in der Landschaft, sondern mitten in dem Loch, da müsste es erstmal noch ein bisschen größer sein, müsste sich dann nochmal wiederum eine Erhebung befinden, sodass das Loch quasi als Graben mit dazugehörigem Wall um eine Insel im Loch sozusagen fungiert. Dann hätten wir es mit Sicherheit mit einer mittelalterlichen Rundwallanlage oder einem Turm, Berg, einem sogenannten, oder irgend sowas in der Richtung zu tun. Jüngeren Datums wäre dann halt eben, wie gesagt, die Sache mit dem, es ist eine Grube für ein Gebäude, das da mal gestanden hat und das Gebäude hatte einen Keller. Potenziell wäre sowas vorstellbar. Aber jetzt ist unser Loch ja rund und da man in der Regel keine runden Häuser baut, also außer die Ostfriesen bekanntlich, da gibt es ja diesen uralten Witz, warum bauen die Ostfriesen runde Häuser? Damit der Hund nicht in die Ecke scheißen kann. Ha! Ha! Tada! ja, also das ist jedenfalls eher unwahrscheinlich, dass da jemand runde Häuser entsprechend gebaut hat. Oh! Habt ihr das auch gehört? Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, dass mir nicht ganz klar ist, was für ein Tier so ein Geräusch macht. Vielleicht irgendein lustiger Vogel. Mir ist jetzt zumindest kein Säugetier bekannt, das so ein Geräusch macht. Gut, aber jetzt haben wir gesagt, Häuser sind ja nicht rund. Es könnte also demzufolge ein Gebäude sein, das dann rund ist. Zum Beispiel ein Turm, der im Wald gestanden hat. Und man sucht ja immer noch verzweifelt nach dem Turm von Rapunzel, die dann immer ihr Haar heruntergelassen hat. Und da der wohl relativ hoch gewesen sein muss, der Turm von der Rapunzel, könnte man annehmen, dass das möglicherweise die Fundamente des Turms von Rapunzel sind, weil man dafür bestimmt eine Grube hat bauen müssen. Man hat den Turm ja bestimmt nicht einfach so oben auf dem Boden draufgestellt. Wie gesagt, der muss ja hoch gewesen sein, damit sich das mit dem Haar runterlassen eben entsprechend auch gelohnt hat. Ne? Also das wäre eine mögliche Erklärung. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zu den etwas realistischeren Beispielen. Wir kommen zum vorletzten Szenario, das da lautet Bombenkrater. Ja, das klingt jetzt wieder wie ein ähnlich realistisches Szenario wie der Turm von Rapunzel, aber das ist gar nicht mal so sehr an den Haaren herbeigezogen, weil als die Alliierten uns bebombt haben, hatten sie ein Problem, nämlich die hatten relativ wenig Treibstoff in ihren entsprechenden Fliegern. Das bedeutet, sie sind mit Bomben hin und ohne Bomben zurück. Zurück mit Bomben hätte der Treibstoff nicht gereicht, beziehungsweise wäre halt gefährlich gewesen, dass er unterwegs ausgeht. So,
So, das bedeutet, wenn man also ein zu bebombendes Ziel angeflogen hat, dann musste man da dann auch sämtliche Bomben abschmeißen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht ging, weil man zum Beispiel vorher abdrehen musste, weil Flak oder sonstige Gründe, was auch immer, oder sie haben das Ziel nicht gefunden oder sie haben einfach nur sehr schlecht gezielt, dann kann es also auch schon mal sein, dass so eine Bombe entsprechend ein wenig daneben gegangen ist und standardmäßig dann auch durchaus mal eben entsprechend im Wald runtergegangen. Man kann da Extrembeispiele finden, wo man sogar eine ganze Reihe von entsprechenden Löchern findet, eben in der Form, wie die Bomben runtergegangen sind. Schu, 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 schu. Ungefähr so. Sehr schön vorgemacht, ne? Das gibt es. Das ist aber eher selten. Meistens handelt es sich dann nur noch so um einzelne Krater oder vielleicht auch zwei. Bei mir im Wald, da komme ich jetzt heute nicht mehr hin, weil, wie ihr seht, ist es dunkel. Das heißt, ich würde schon hinkommen, aber man würde nichts sehen. Gibt es zwei so Löcher hintereinander, von denen mein Vater davon ausgeht, beziehungsweise ausgegangen ist, dass die wahrscheinlich Bombenkrater sind. Weil wir haben hier nicht weit entfernt die Stadt Gaggenau und die hat ein Daimlerwerk und das gab es auch schon zu Kriegszeiten. Da haben sie, glaube ich, dann aber nicht unbedingt Autos gebaut. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es Industrie. Und Industrie bebomben, das lohnt sich. Und deswegen hat man gar genau in Grund und Boden gebombt, mehr oder weniger. Und dabei werden wahrscheinlich eben diese Löcher, die es hier jetzt in der näheren Umgebung gibt, entstanden sein, weil man davon ausgehen kann, die hatten noch Bomben übrig. Und die mussten weg, um eben entsprechend Ballast zu sparen. Jo. Und das wäre jetzt auch halt ein mögliches Szenario für das Loch, was wir da im Wald haben. Kommt halt drauf an, ist das realistisch, ist das nicht realistisch, da müsste man halt wissen, ob in der Nähe überhaupt gebombt worden ist. Wenn das völlig nirgendwo ist und es nichts gibt, was man hätte bebomben wollen in der näheren Umgebung, dann hat sich das schon erledigt quasi. Was übrigens noch ein Indiz sein könnte, wenn man das Bombenszenario so ein bisschen überprüfen möchte, da kann man mal gucken, wie alt die Bäume, die im Loch stehen, ungefähr sind. Wenn die deutlich älter sind als der Zweite Weltkrieg, dann ist es auf keinen Fall ein Bombenloch. Schon relativ einfach zu klären. Wenn die ungefähr so alt sind wie der Zweite Weltkrieg, dann kann es durchaus ein Bombenloch sein. Sind sie jünger, deutlich jünger und man findet auch keine Stöcke im Loch, dann wird es wahrscheinlich wiederum kein Bombenloch sein. Also es ist schon ziemlich stark anzunehmen, dass wenn da überhaupt Bäume drin stehen, die dann schon relativ bald nach dem Entstehen des Loches da dann auch gekeimt sind, weil das war ein entsprechender Krater im Wald, eine nicht bewaldete Stelle, die wird sich relativ schnell geschlossen haben. Da wird auch der Förster auf die Idee gekommen sein, zumindest im Rand, in der Nähe von dem Löchlein da entsprechend ein paar Bäume hinzupflanzen. Jetzt kam mal die Frage auf, die hat nämlich ich, glaube ich, meinem Vater gestellt, weil ich nicht glauben wollte, dass die Löcher, die er gefunden hat, Bombenkrater sind. Wo ist denn dann das Material, das vorher im Loch war? Also sprich, der Aushub sozusagen. Und da kann man relativ gut sagen, dass das im Laufe der Zeit sich fein verteilt hat. Also das wurde quasi in alle Richtungen erstmal rausgesprengt, durchaus auch über eine größere Fläche und hat sich dann mehr oder weniger um das Loch wahrscheinlich eben kreisförmig verteilt. Und das ist halt jetzt im Laufe der Jahrzehnte weggewaschen worden bzw. eingeebnet einfach durch Klima. Einflüsse. Und dann fällt auch jede Menge Laub drauf und so weiter. Also dass man da jetzt einen richtigen Wall um das Loch drumherum findet, der jetzt noch so zu erkennen wäre, das ist unwahrscheinlich. Außerdem war das ja lockeres Material und jetzt nicht festgestampft zu irgendeinem festen Wall. Deswegen, das muss nicht zwingend so sein. Dass aber ein Loch eben in Form von einer leichten Vertiefung noch zu erkennen ist, durchaus möglich. Allerdings, jetzt für unser konkretes Loch, das ist ein bisschen groß. Das müsste schon eine ziemlich große Bombe gewesen sein, die dann diesen Krater hinterlassen hat. Und das ist dann wiederum sehr unwahrscheinlich, dass sie solche großen Bomben einfach noch in die Gegend geschmissen haben. Die hätten sie dann wahrscheinlich doch eher versucht, gerade auch wenn sie, dann lohnt sich's mehr, die noch irgendwie beim Ziel unterzubringen. Also, das macht's unwahrscheinlich. Also diese Bombenkrater, diese typischen, die sind vom Durchmesser ungefähr halb so groß wie das Loch, was wir jetzt da in dem Beispiel eben entsprechend sehen. So,
Und dann kommen wir zu der Theorie, die der Fragesteller selber auch schon hatte. Und die lautet schlicht und ergreifend, und die halte ich auch für am realistischsten, es ist ein Steinbruch. Weil unser Loch hat ja im konkreten Fall eine Einfahrt. Also das sieht nicht nur zufällig wahrscheinlich so aus, als könnte man da mehr oder weniger direkt reinfahren ins Loch, um im Loch irgendwas abzuladen oder irgendwas rauszuholen. Und ja, das ist wahrscheinlich ein Steinbruch. Und zwar vermutlich für eine in der Nähe gebaute Forststraße. So eine Forststraße, so eine klassische, also diese übliche Schotterpiste, die man im Wald überall hat, ist nämlich so aufgebaut, dass die quasi aus immer feiner werdenden Steinen besteht. Bei den alten, gerade die man so um die Zeit mehr oder weniger 50er, 60er Jahre so gebaut hat, die haben unten drunter, also als unterste Schicht wirklich große Steinbrocken, und dann kommen etwas feinere Steine, also was heißt feiner, etwas weniger große, etwas weniger grobe Steinbrocken, alles so ein bisschen behauen, damit das grob eine gerade Oberfläche hat. Und die hat man dann halt so hingelegt, dass das möglichst gut zueinander passt. Ja, und diese Steine hat man halt erstmal gebraucht. Und insbesondere die groben, die musste man ja irgendwo hernehmen. Und es war natürlich entsprechend auch schon damals nicht so einfach, auch wenn die Arbeit da noch nicht so teuer war, die aus weiteren Entfernungen ranzukarren. Das hat man zwar machen können, die entsprechenden Gerätschaften waren da, aber man hat relativ, es ist schon fast ein Standardverfahren bei einzelnen Forststraßen, dass man dann halt eben solche kleinen Steinbrüche da halt angelegt hat, um ans Material ranzukommen. Allerdings sehen diese Steinbrüche halt nicht unbedingt immer nach Steinbruch aus, wenn es halt keine Stelle gegeben hat, wo man eine entsprechende Klippe gehabt hat, in die man sich reinarbeiten konnte, wo dann dieser klassische Steinbruch mit der Abbruchwand sozusagen entsteht, so trichterförmig mehr oder weniger. Ich kann das jetzt nicht vormachen, weil ich die Taschenlampe mit der anderen Hand halten muss. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man so eine Stelle einfach nicht gehabt hat, dann gab es wohl. Das ist aber auch nicht hundertprozentig sicher, aber da hat man wohl häufiger eben solche Lochsteinbrüche in Anführungszeichen eingerichtet, um da dann halt eben das notwendige Material rauszunehmen. Oh, ganz schön windig jetzt geworden. Mir wird auch langsam ziemlich kalt. Und wahrscheinlich wird sowas sein, eben mit dem zusätzlichen Indiz, dass wir ja eine Einfahrt in das Loch haben. Und wozu die sonst noch gut sein müsste, sollte, außer jetzt wirklich eben bei der Steinbruchtheorie ihren Sinn zu entfalten, weiß ich nicht. Und deswegen gehe ich jetzt davon einfach mal aus, dass ich mit der Steinbruchtheorie bzw. auch der Fragesteller mit der Steinbruchtheorie recht haben. Jedenfalls habe ich sowas ganz Ähnliches, gibt es bei mir im Wald eben entsprechend auch, und auch das ist wahrscheinlich ursprünglich mal ein Steinbruch gewesen. So hundertprozentig sicher bin ich mir da aber auch nicht, genauso wenig wie bei diesem Loch. Also wenn noch jemand eine andere tolle Theorie hat, worum es sich bei dem Loch handeln könnte, dann bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin hochgespannt, was ihr da noch für Ideen habt. Übrigens, irgendeine Fallgrube für Mammuts? Nein, das ist ungefähr so realistisch wie der Turm von Rapunzel. So, und dann schaue ich mal, dass ich mein Geraffel zusammensammle. Das hätte ich logischerweise eigentlich noch bei Licht machen können, aber macht nichts. Ich habe ja Taschenlampe. Grauenvoll. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.